Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake It hinein. Zurück bei Let's Play Dragon Quest 8, die Reise von Schönen Königs für Nintendo 3DS. Sorry, dass bei den letzten Parts der Ton ausgefallen ist. Ich habe gar nicht gemerkt, dass OBS Studio, das Programm, mit dem ich aufzeichne, überhaupt nicht meinen Ton komischerweise aufzeichnet. Ja. Leider Gottes hat das nicht aufgezeichnet, aber ich glaube, es lag auch an dem Problem, dass ich mal ein Problem mit einem Nvidia-Grafiktreiber hatte, weil es wurde mal einer veröffentlicht, der ziemlich verbuggt ist und dementsprechend konnte ich mit ihm dann auch nicht mehr mit PowerDirector mal exportieren, beziehungsweise sowohl die 3DS Capture, das 3DS Capture-Fenster, als auch OBS Studio öffnen. Und kaum ging das wieder, habe ich gar nicht gemerkt, dass das Desktop-Audio gerade, also die Leiste, beim Mix, die Mixer-Leiste, das Desktop-Audio leider deaktiviert war. Ich hätte das auch merken müssen. Ihr seht das selbst nicht, aber beim Aufnahmefenster von OBS Studio, da, ist dann darunter, eine Leiste mit Mixer. Und dort sieht man dann auch die Leiste sich bewegen, sofern gerade ein Ton läuft, der was auch aufgezeichnet werden soll. Und das hätte ich merken müssen, der hat sich zu dem Zeitpunkt nicht bewegt. Ja, Fail des Jahrhunderts. Aber was soll's, ich könnte jetzt leider die Musik auch nicht ganz ersetzen, aber sei es drum, das habe ich trotzdem nicht ausgemacht. Ich kann es noch nicht wissen, weil ich noch keine Kommentare zu den Videos bekommen habe, zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme und die letzten Parts. Aber was soll's, es wird nun endlich Zeit, bei der Galerie des Gedenkens für den allerletzten Boss. Und auch dieser ist exklusiv in der 3DS-Variante enthalten. Beziehungsweise auch ein Bekannter, der schon in so ziemlich jedem Dragon Quest vertreten war. Auf der anderen Seite der Türen spürst du eine überwältigende Präsenz. Etwas Vergleichbares hast du noch nie empfunden. Wirst du dennoch weitergehen? Ja, natürlich. Und wir tragen natürlich auch noch die Metallkönigsrüstung bei uns. So, da ist er. Ja, man erkennt es schon. Es ist Estarg. Hallo? Wo bin ich? Wie seid ihr? Mein Name ist Estarg, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, ob ich gut oder böse bin. Warum seid ihr? Seid ihr gekommen, mich zu vernichten? Nein. Dann möchtet ihr meine Kraft nutzen, um die Welt zu vernichten? Nein, auch nicht. Also habt ihr mich grundlos aus meinem Schlummer geweckt? Einfach gehen, dass ihr toll bezahlen werdet, dann kann ich euch versichern. Köpfen wir! Naja, wir müssen sowieso gegen kämpfen, egal was wir auch antworten. Tja, dann mal los. Und ja, ich habe mein Team wieder ein bisschen umorganisiert, denn es gibt wieder eine Schwäche, genauso wie es in anderen Dragon Quest Games der Fall ist, nämlich Einschläfern. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine bessere Chance gegen ihn. Weil ansonsten könnten wir ihn auch so bezwingen, aber das, ja, das würde dann genauso enden wie schon bei Angelo in Memoiren. Wenn man nicht den Schwachpunkt herausfindet von den Bossen, dann, ja, sieht das nicht gut für uns aus. So, Fokus-Tamburin. Und du nutzt den Gen-Zauber. Und du nutzt die, nicht grande gusto intenso für ihn. Und du? Achso, du hast auch das Fokus-Tamburin, ne? Nö? Denn das hat er. Ja, dann ist das auch gleich. Und du nutzt auch wieder den Zauber gehen. Okay, ich hoffe, das klappt. Die Traumklinge. Oh oh! Die Traumklinge werden von ihr im Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, ihr seht es! Genau aus diesem Grund. Er wird in einen tiefen Schlaf versetzt. Ob das auch, aber ob das lange gut geht? Ja,
lasse. Ich nutze am besten gleich das Yggdrasil-Blatt. Am besten setze ich auch weiterhin auf Gehen. Weil sie das, boah, wieder Schaden macht. Alter. Ich sollte vielleicht auch den Beschleunigungszauber einsetzen, wenn ich schon dabei bin. Ja, der kann aber wenigstens nur zweimal angreifen, nicht dreimal wie alle anderen. So, dass alle jetzt flinker werden, sodass ich schon eher drankommen würde. So. Auch mal das Fokus-Tamburin. Oder noch besser, nein, nein, nein. Stopp, stopp. Mega-Heilung. Komm, wo ist das denn? Am besten nochmal den Genzauber zur Sicherheit, wer weiß. Und was an für was für blöden Tricks er noch kommen möge. Ist auch mal Beschleunigung, dass alle schneller werden. So. Noch tieferen Schlaf. Und so soll er es auch bleiben. Nicht, dass er dazwischen wieder aufwacht. Und dann haben wir den Salat. Sehr schön. Schlaf nur weiter, mein Freund. Okay. Jetzt aber wieder das Fokus-Tamburin benutzen. Und weiterhin gehen. Fokus-Tamburin. Und da ist er. Gehen-Zauber. Oh ja. Er hat seine vollste Konzentration erreicht. Das bedeutet, jetzt kann er zuhauen. Aber dann wird er wahrscheinlich sofort aufwecken. Schade. Ja, nein, jetzt wacht er auf. Oh, oh. Alter. Und schon allein der eine Angriff, der zieht über die verdammte Hälfte ab. Drachenseele. Genzauber. Und du? Ja. Hand Gottes. Und du? Genzauber, komm. So. Greifen wir jetzt endlich mal an. Wir machen schon mal ordentlich Damage. Ich hoffe, dass das nicht bereuen werde. Oh oh, shit. Ja, zum Glück. Er schläft ein. Aber wacht jetzt wieder auf durch den Angriff? Nein, zum Glück nicht. Sehr schön. Das war schon mal nicht schlecht. Volle Heilung am besten. Hier für die Ilster und hier. Nochmal das Fokus-Tamburin. So können wir ihn nach und nach bezwingen. Oh ja, die Elster ist auf volle Konzentration hochgestiegen. Jetzt geht's richtig los. So, jetzt... Oh ja, Jessica auch. Ich hoffe aber, der Genzauber lässt sie noch in einen tieferen Schlaf versetzen, bitte. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Oh, oh nein. Oh nein! Okay, Schmurgel ist ein Zauber. Der macht ja nicht so viel Damage. Ich hab nichts gesagt! Shit! Und ausgerechnet die beiden, die jetzt volle Konzentration haben? Ach, Mann. Mit denen muss ich nochmal Genzauber einsetzen, sonst wird das nichts. Sonst wird das echt nichts. Komm, komm, komm. Nein. Ah, ja. Sehr schön. Was? Hey, da wacht wieder gleich wieder auf. What the hell? Jetzt komm. Bleib doch mal liegen, Mann. Dass ich endlich mal angreifen darf. Gott nochmal. Bleib doch liegen. Ja. Haha, noch tieferen Schlaf. Hohoho. Meine Fresse! Wenn wir jetzt angreifen, dürften wir ihn gleich vernichtet haben. Oh Mann, jetzt können alle angreifen. Das dürfte ordentlich wehtun. Das dürfte mehr als ordentlich wehtun. Damit dürften wir ihn jetzt erledigen. Ja, ja, schlaf nur. Das wird jetzt dein letzter Schlummer sein. Klingenkaskade.
Das war es ja. Okay. So, Hand Gottes und. Schlangenbiss. Oh, volle Power Drachenseele. 3000. 2500. Oh je, jetzt wacht er auf. 4478. Kommt, der lebt immer noch. Jetzt besiege ihn, Chess. Komm schon. Mach ihn fertig. Alter, der lebt noch. Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, ich kann ihn wieder einschläfern. Aber das war gut. Das war nice one. Volle Por Breitseite in eine verpasst wie sonst was. Das hat ordentlich wehgetan. Nein. Ja, sehr schön. Oh Mann, das läuft bislang gar nicht so schlecht. Wenn ich das so sehe. Mir gefällt, was ich sehe. Alter. So, jetzt greifen wir wieder richtig an. Oh Mann, Elster und der Hauptcharakter gehen wieder ab wie ein Zäpfchen. Oh nein. Oh nein. Oh, sehr gut ausgewichen. Okay, jetzt reicht's. Drachenseele. Gehen. Na komm, greif du lieber Klingenkaskade an. Das ist jetzt risikoreich, aber was soll ich machen, ne? Du sollst hingegen mal gehen ein. Mit etwas Glück oder wir besiegen jetzt. Alter! Komm schon, das muss ich jetzt erledigen. Alter, der lebt noch! Was? Wie viel hält er denn aus? Shit! Oh Mann, Glück gehabt. Oh, da ist er wieder. Aber hey, Mann, der Typ ist zäh. Bist du des Wahnsinns, ey? Oh nein. Komm schon, Jess, du musst ihn jetzt noch mal einschläfern. Alter Schwede, wie viel hält er aus? Hat er 20.000 KP oder was? Was auch immer. Der Typ. Nein, er bleibt wach. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Bitte sag mir nicht, dass er jetzt alle damit erledigt. Oh shit. Ah, shit. Gut, er ist eingenickt. So, jetzt muss ich wieder beleben. Shit. Oh mein Gott. Das sieht man's, wenn der erstmal wach ist, dann macht er einen fertig. Shit, verdammte. Oh Mann. Frischer Käse, damit müsste ich wieder welche wiederbeleben können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach komm! Oh je. Oh je. Das war's jetzt wieder. Boah, mit den beiden! Oh nein. Es hat keine Wiederbelebung drauf, ne? Naja, der frische Käse könnte. Shit! Jetzt sah's so gut aus. Aber der Typ, der lebt einfach noch. Oh Gott, zum Glück hat er Wiederbelebung drauf. Ah, nein! Was? Shit! Komm schon, der frische Käse muss jetzt so viele wiederbeleben. Wie nur möglich. Was? Dachte der wiederbeleben. Nein, das ist der himmlische Käse. Oh, Scheiße.
Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich muss Jengis reinholen und mit ihm alle Vereine einsetzen. Oh Mann! Abwehren. Und du setzt einer für alle ein. Einer für alle heißt es nicht, ein Verein! Einer für alle. Er hat auch nicht den Genzauber drauf, ne? Nope. Scheiße. Höllische Hurricane. Au. Nein, bitte jetzt nicht den Gast. Bitte jetzt nicht den. Oh, Mann. Einer für alle! Bring alle wieder ins Leben zurück. Oh shit. Oh shit. Oh Mann. Das ist echt heftig. Jetzt würde ich lieber gleich Mega-Heilung einsetzen für alle Fälle. Und Beschleunigung wieder. Obwohl das Fokus-Tamburin. Dass wieder alle schneller sind. Oh Mann. Gut, gut, gut. Heilige Scheiße, der Boss ist heftig. Aha, ist auch der allerletzte. Wundert mich nicht. Das wundert mich nicht, dass der so heftig stark drauf ist. Ach schon, komm schon. Oh, zum Glück. Alter Schwede. So, jetzt aber greif mal wieder richtig an. Jetzt wird's Zeit. Der wird jetzt sein blaues Wunder wieder erleben. Aber sowas von. Vielleicht reicht jetzt der letzte Angriff endlich mal aus und dann war's das für ihn. Och nö, was? Okay, noch tieferer Schlaf. So, komm. Mach ihn fertig, komm. Ja! Endlich. Huh, er ist down. Oh. 21 Ohm, so lange braucht er mich zu besiegen. Er ist halt schwach, zu schwach, um mich wirklich aus meinem Langschwimmer zu erwecken. Nimmt dieser Abend schon den Versuch, durch sie ein wenig stärker zu werden. Vielleicht könnt mit der Kampf mit euch wenigstens dann amüsieren. Armschien des Fürsten. 21 Runden. Wenn man weniger gebraucht hätte, was wäre dann passiert? Schreibt es mir in den Kommentaren. Eine ganz besondere Armschiene versehen mit unrahmlichen Kräften. Wenn ihr glaubt, will stark genug zu sein, nicht von ihrer furchtentflößenden Magie überwältigt zu werden, so rüstet euch damit aus, lasst uns erneut kämpfen. Wenn ihr bei unserem nächsten Kampf keine bessere Leistung seid, erwartet euch ein wahrlich bitteres Ende. Ich werde euch vernichten. Ihr werdet in panische Angst und man Kräften fliegen. Ich hab vor dir keinen Schiss. Ja, aber wir werden jetzt nicht mehr gegen ihn kämpfen, das war's jetzt. Ich hab genug von diesem Kampf, aber ernsthaft. Das ist jetzt genug. Wir haben die Halle der Memoiren abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch einen einzigen Bosskampf zu bestreiten, nämlich den ultimativen Dragovania-Kampf, weil es gibt noch eine weitere Phase, gegen den wir antreten können. Da bekommen wir zwar nichts, aber das ist dafür wirklich ein äußerst, äußerst heftiger Kampf. So, aber ich sollte vorher mal, ja, wiederbeleben, ne? Na komm, hoch mit dir. Ja, was ist denn? Ja,
Ja, jetzt komm! Hör auf! Na endlich! So. Aber diesen Bosskampf sollte ich erstmal mich heilen, bevor wir da versuchen wollen, überhaupt Kain anzutreten. Ich denke aber, der wird nicht ganz so heftig sein wie, wow, sehe ich das richtig? Hat er jetzt so ziemlich jede Magie? Aber sicheres Geleit hat keiner drauf, ne? Sehe ich gerade. Nö, sicheres Geleit kann niemand? Ernsthaft? Ist so komisch, dass niemand diesen Zauber drauf hat. Wahrscheinlich liegt das auch an den Fähigkeiten, je nachdem, wie ich mich gebildet habe. Ja, mein Fehler war auch, dass ich zum Beispiel nicht die Fähigkeit Superblock, oder wie auch immer diese Blocktechnik heißt, die man nur über den Faustkampf bekommt, erlernt habe, weil mit der hätte ich dann bessere Chancen gehabt gegen die ganzen Bosse. Naja, was soll's. So. Aber erstmal, jetzt begebe ich mich erstmal schnell zu einer Herberge. Wenn ich nur wüsste, wo ich am besten hingehe. Beim Dreieckstal. Ja, ich würde sagen, ich heile mich jetzt mal richtig und natürlich werde ich auch noch mein Monster-Team heilen müssen, weil das hat auch noch die Heilung bitter nötig. Puh. Mann, ey, ich. Boah. Das war schon ziemlich heftig. Aber wir haben es endlich geschafft. Die Halle der Memoiren haben wir eigentlich abgeschlossen. Naja, ich weiß, man könnte versuchen, den S-Tag noch schneller zu bezwingen, aber komm. Wer hätte jetzt schon Bock darauf? Ich jedenfalls nicht. Gibt's so manche. Ups! Stimmt, ich habe mein ganzes Gold in der Bank gelagert. So. Jetzt aber kann ich hoffentlich übernachten. Sorry. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir dann diesen Dragovania Bosskampf bestreiten. Diesen ultimativen. Und danach gibt es noch zwei alternative Enden. Sowohl dieses, wenn wir zumindest den Fürsten der Dragovianer befreit haben, als auch ein anderes alternatives Ende. Wo wir jemand anders heiraten. Denn, ihr werdet es schon sehen. Ihr werdet es schon sehen. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Gucken. Daumen hoch und Kommentar nicht vergessen. Und bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des wunderschönen Königs. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Week. Crush 45 89, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!